legen wieder los. Ich drück die Daumen, dass es jetzt ordentlich läuft. Bad Child. Drei Bad Childs. Achso, das sind die anderen Imposter. Ein kleines Kind. Und ich kann dich töten. Ein kleines böses Kind. Nee. Ihr könnt mir nix. Nee. Guck mal an die. Ein kleines Kind. Guck mal, Sasa. Oh nein. Oh no. Das war jetzt ungünstig. Schon wieder zwei tot. Sabi, jetzt sag nichts Falsches. Ich bin ein kleines Kind. Ich soll nichts Falsches sagen? Sag es richtig. Sag's doch. What happened? Was ist hier los? Ich bin mir unsicher, was da los ist. Ja, was dann erzähl, was du denkst. Wo bist du denn? Was ist passiert? Also, Andi und ich und Zwergi sind irgendwie so mehr oder weniger unsicher gemeinsam Richtung Admin gelaufen. Andi bleibt aber überhalb der Tür Richtung Admin stehen mit mir und wir gehen dann gemeinsam langsam runter und dann liegt eine Leiche. Und ich bin mir unsicher, ob er Sasa vorher auch gesehen haben könnte und sie gebissen haben könnte. Also auf jeden Fall liegt da unten Sasa. Liz weiß ich nicht. Ich bin nur als kleines Kind da. Ich habe mich mal wahnsinnig gefreut und als kleines Kind da rumgehüpft. Das ist nämlich zwischen den Beinen durch. Liz müsste irgendwo im Bereich Dropship liegen. Ich habe den keine zwei Sekunden vor dem Report noch gesehen. Okay. Hast du irgendjemanden noch im Bereich gesehen? Ja? Nee, eben nicht. Das ist ja genau das Ding. Also ich habe Liz gesehen, also der kam mir quasi entgegen und dann kam der Report von Sasa und Liz ist tot. Also er ist wahrscheinlich in der Nähe von dem Auftanken rechts umgefallen. Also okay. War der zweite Kill on Report Button eigentlich so gut wie. Ja, so kurz davor. Also ich habe gerade rechts oben aufgefüllt und dann kam mir Liz von unten entgegen und jetzt ist er tot. Weil ich habe Liz zuletzt lebend rauslaufen aus Lab gesehen. Dann war Liz probably gebissen worden und ist jetzt on Report gestorben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Aber ich bin mir. Was? Also, diese Kinder, ne? Ja. Können die nicht getötet werden und selber nicht töten? Doch, sie können ja töten. Aber wo ist denn Julia überhaupt? Ich bin gerade Richtung Upper Deacon. Ich bin gerade im Upper Deacon drin. Kann das jemand bestätigen? Weil dann kann es übrigens Zwergi auch gewesen sein. Nee, ich bin bei Andi und Sabi gewesen. Ich bin dort so um die Ecke und bin dann hoch beim. Ich weiß nicht, ich freue mich als Kind, ein Kind zu sein. Also wie gesagt, jetzt das Kind zu voten wäre zu gefährlich ohne irgendwelche Infos. Ja, ich weiß, aber es könnte nach meiner Sicht kannst du. Ich nicht, ich freue mich nur ein Kind zu sein, das ist hier. Gut, also Zwerge können wir im Auge behalten, Andi auch, aber. Ja. Ich bin doch nur ein kleines Kind hier. Ich tue doch nichts. Würde ich nach Specimen rein. Ich kann die Tür nicht öffnen, Mami. Mach mal auf. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Danke. Hat Probleme gemacht. Vollgestunken. Sind wir vollgestunken. Okay, Kill Cooldown ist noch drin. Jetzt stehe ich aber hier vor, jetzt kann ich eine Weile dafür brauchen. Dafür brauche ich immer Ewigkeiten. Das ist immer Simon Says Task ist. Da bin ich rundenlang beschäftigt. Ewigkeiten stehe ich hier rum. Noch diese Task. Ja. Hallo. Ja. Was ist passiert? Julia, warum stehst du gerade so behindert bei Lights die ganze Zeit rum und wartest, dass jemand kommt? Ich bin gerade erst reingegangen und habe kurz meine Task angeguckt. Stand das gerade das Ich hab auch richtig angeguckt, was wir für Tars haben. In Electrical Tars? So, angeguckt, ja. Sorry. Also ja, gerade eben am Anfang stand sie. Keine zwei Sekunden, als er reinkam. Ich habe gerade bei Storage meine Dinger da aufgefüllt, links und rechts. Ja, übrigens, mir egal, was du da aufgefüllt hast. Am Anfang der Runde, was hast du für Tars gemacht?
Gleich nach der Runde, nach Rundenstart, was hast du getan? Schwierig. Entschuldigung, so. Ich war beim Bohrer, da habe ich auch noch Thora. Das ist eine gute Antwort. Ob er links vom Zaun gesehen? Nee, die Runde gerade eben. Hat sie den Cardswap gemacht, Kuben? Ja. Stopp, ganz kurz. Wenn sie behauptet, mich am Bohrer zu gesehen haben, ist nicht möglich. Nicht am Bohrer. Ich bin nach unten direkt in Communications reingelaufen. Leute, ich werde hier erwachsen, während ihr hier diskutiert. Leute, für letzte Runde. Sabi, wo hast du die Leiche genau gefunden? Also, Andi und ich sind vor dem Eingang zu Admin stehen geblieben. Zwergi ist vorher runtergelaufen und die Leiche liegt am Admin-Table. Am Admin-Table, ja. Okay. In dieser Runde, ich habe jetzt gedacht, du hast die davor gefunden. In dieser Runde bin ich jetzt das beste Mann. Admin-Table ist okay. Ich habe eine wahnsinnige Angst vor Andi. Ich hab gerade echt eine Schwierigkeit mit Julias Geschichte. Ja, und Julia, du hast dabei diesen vom Storisch, wenn du auffüllst. Ich war nicht in der Nähe, Julia. Du warst am Anfang gerade. Also ich mache gerade Simon Says und Specimen. Genau, ich war im Office. Und was das Problem ist, wir müssen jemanden voten. Ich habe meinen Karten. Nein, müssen wir nicht. Ich habe meinen Karten-Swipe gemacht und dann habe ich dieses Drehteil gemacht. Du hast den Card-Swipe gemacht. Ja, hat sie. Ich habe den Card-Swipe gemacht. Aber ihre Aussage zu mir passt nicht. Sie kann mich nicht gesehen haben, weil ich nicht da war, wo sie war. Wie ich mich jetzt auch mit der Farbe? Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, also ich weiß ja nicht, welche Fahrzeug du hast. Jetzt bin ich erwachsen geworden, während ihr diskutiert habt. Ne? Toll, danke. Weißt du jetzt nicht, warum er gegen mich ballert? Weil ich da 2 Sekunden gestanden habe. Meine Jugend hier verschwendet. Richtig. Na, sehr toll, jetzt bin ich nochmal am Posten. Ich muss dort meinen Task weiter fälschen. Sam und Chase noch ein bisschen weitermachen. Crewmates Zwerge. Es ist schön, dass das drüber besteht. Obwohl ich kein Crewmate bin. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich weg. Komm, lauf lieber zusammen. Was? Nein! Sabi, du hast doch vor den Augen von Andi. Jetzt reporte meine Leiche. Andi. Was war das? Weißt du, kaum ist er erwachsen, schon ist er tot. Also Leute. Ja, also. Ich hoffe für dich, dass du Sheriff bist. Ja. Natürlich. Also war er wirklich ein böses Kind? Ja. War er ein böses Kind? Er war ein böses Kind. Dann verboten war jetzt noch Julia. Er war ein böses Kind. Weil, ich, wie gesagt, ich sage immer noch, die Story, die sie über mich erzählt hat, passt nicht zu meinem Sie hat schon bestätigt, dass sie den Cardswap gemacht hat. Niemand von uns hat den Cardswap gemacht. Thema erledigt. Ich habe den Bordpass gescannt und sie stand neben mir am Cardswipe. Ich wollte halt entweder auf Andi oder auf Zwergi schießen, weil es kann nur einer von den beiden gemacht haben. Und Zwergi ist runtergelaufen zu Admin, deswegen habe ich Zwergi ausgewählt. Juhu. Juhu. Wir haben verloren. Wenn Julia jetzt Jester ist, ne, Leute? Das ist dann natürlich doof. Das wäre doof. Das wäre richtig doof, aber dann würde sie... Ja. Du gehabt. Dann. Crew mal mega Big Brain, ey. Alter. Ja, das war eine dumme Runde. Aber Julia, was war das für eine Story? Ich bin mir nicht mal mehr sicher, wer da neben stand oder ob das aus der vorigen Runde war. Das war auf der vorigen Runde, weil gerade eben standst du neben mir am Grad 2 und auf einmal sagst du, ja, ich war gestorben. Also Sasa habe ich tatsächlich umgebracht am Edmund als böses Kind. Ich war tatsächlich böse. Ich bin 2 gewesen. Ja. Okay. So, und dann sieht die Julia, dass ja plötzlich 3 Imposter da sind und eins davon ist das böse Kind und das böse Kind ist das Zweite. Das war tatsächlich mein ganz böses Kind. So. Und dann wusste ich sofort, dass ich offensichtlich Spy bin. Aber ich seh nicht, wer Imposter ist, natürlich. Ich habe aber nicht mal gesehen, wie die Julia an mir vorbeigelaufen ist, um mich zu killen. Gebissen, oder was? Ja. So. Aber ich hab's nicht begriffen, ich stand nämlich an. Das wäre der Nächste gewesen. Julia, wo hast du mich denn gebissen? Richtung Lab, am Bohrer quasi. Du bist an mir vorbei, ich hab kurz auf Beißen, ich so, oh, rot. Liz ist nämlich auf jeden Fall Spy. Ich so, dann hast du den schon mal raus, dann weiß Kuchen, weiß Zwerge auf jeden Fall, wer der richtige Imposter ist. Ja, das ist richtig. Tja. Das ist echt krass, weil ich hab das echt nicht geplant. Lustige Runde. Ich hab dich echt nicht gesehen gehabt.
Und dann laufe ich irgendwie runter, ich bin am Bohrer, weißt du, bleib da extra lang stehen, hab da mein Garlic, denk mir so, oh, klasse, ich kann jetzt mal gucken, was passiert, keine Ahnung, wo kann ich jetzt hier irgendwas spyen, ich rall's noch nicht so ganz, na egal, ich laufe mal und Julia, das kann nicht sein, da habe ich erstmal nochmal nachgelesen, es geht nicht, ich hab mir jetzt noch niemand begegnet, das gibt's doch nicht. Du musstest eliminiert werden. Ja, ist es ist halt schwierig als Spy, wenn das Kind böse ist. Ja, wenn das Kind... Dann, ja, das war unlucky, dann aber... geht halt der Spy nicht. Aber das so, ist halt ja. Leute, ich bin nochmal raus. Toll. Danke fürs Mitspielen, okay, das mitspielen konnte. Ja. Und war wieder toll. Okay. Bis das nächste Mal. Danke, hau rein. Komm, schmeckt jetzt wieder rein.